Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Dragons. Der Dude ist natürlich hier, seht ihr. Unser Mysterium-Paket ist am Start. Außerdem ist unser ohne Zahn zurück und unser grüner Tod natürlich auch. Von daher würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. Checken erstmal Johann, gucken, was der von uns hat. Der hat erstmal nichts. Von daher schließen wir die ganze Sache. Schicken unsere Drachen erstmal nochmal neu los. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich unseren ohne Zahn, gucken, was in unserem Mysterium-Paket so drin ist. Und außerdem will ich natürlich auch wissen, was der grüne Tod uns mitgebracht hat. Dann haben wir natürlich eine ganze Menge Drachen, die hier aus dem Training zurück sind. Da werden wir erstmal gucken, welche das sind, wen wir eventuell weiter aufpimpen, wen wir eventuell nochmal in der Akademie zum Training schicken. Werden wir uns natürlich auch gemeinsam angucken. Von daher wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr dranbleiben würdet, um natürlich weitere Informationen von mir zu bekommen. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch doch irgendwie was fehlt, schreibt es einfach in die Kommentare. Also ich bin für alles offen und werde mir die natürlich auch, wie ihr habt, immer und immer wieder durchlesen. Werde gucken, ja, was kann ich verändern, was kann ich verbessern. Werden wir sehen, gucken wir uns dann gemeinsam an. Beziehungsweise ich gucke sie mir an, ihr müsst sie in die Kommentare tackern, also eure Probleme, eure Sachen und und. So, sammeln wir erstmal Material. 16 Runen haben wir auch nochmal dazu bekommen und dann würde ich sagen, checken wir erstmal unseren ohne Zahn, gucken da erstmal rein, gucken, was der uns mitgebracht hat. Ich hoffe natürlich, dass er ein Ei mit am Start hat, aber hat er nicht, seht er selbst, holztechnisch sind wir natürlich jetzt besser bestückt, aber gut, okay, die 10 Mille, darauf hätten wir verzichten können. Ich hätte lieber Dracheneier gehabt, aber gut, okay, ist nicht zu ändern. Würde ich sagen, wir haben mal Hackenzahns oder Hakenzahns Freunde nochmal suchen. 28 Minuten jedes Event noch, 54 Minuten müssen wir den Drachen suchen, von daher drückt mir die Daumen, das ist funzt, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, dann haben wir das erledigt, dann würde ich sagen, checken wir erstmal unsere Drachen. Hier haben wir erstmal noch ihn in unserem Bruthaus, den kennt er selbst, denke ich, den wahnsinnigen Zipper, den schmeißen wir erstmal in unseren Hangar und dann würde ich sagen, legen wir erstmal los, sammeln hier unser Eisen ein, unser Sandgeist, den könnten wir, wenn wir wollten, gleich nochmal losschicken, aber das überlegen wir uns später, weil die Wahl materialtechnisch müssen wir mal gucken, ob wir eventuell noch ein bisschen Holz brauchen, um weitere Drachen zu pimpen. So, dann knall ich den hier erstmal hoch bis auf Level Nummer 65. Könnte den nochmal für 11 Stunden 10 Minuten zum Training schicken. Aber das lassen wir erstmal, weil die Wallig will erstmal gucken, was wir noch so für Drachen haben. Checken wir erstmal die Akademie. Da sind sowieso noch zwei Drachen drin. Das heißt für uns, wir können gerade mal einen Drachen pimpen. Werden wir uns erstmal angucken, wen wir gerade trainieren. Und zwar pimpen wir hier unseren Gruff auf Level Nummer 80. 4 Stunden, 14 Minuten braucht er noch, bis er zurück ist. Wen pimpen wir noch? Das müssen wir uns auch mal angucken. Da weiß ich nämlich auch noch nicht ganz genau Bescheid, beziehungsweise hab's wieder vergessen. Gucken wir uns aber gleich an, wen trainieren wir noch. Hier unten haben wir unseren Snoggletalk Rülpser und Kotztüte noch im Training. Der ist auf Level 39, wird auf 40 gepimpt und braucht noch 20 Stunden, 57 Minuten. Von daher müssen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen warten. So, aber dann würde ich sagen, werden wir erstmal zu unseren Drachen kommen, checken natürlich ab, welcher aus dem Training zurück sind. Hier haben wir beispielsweise unseren Knochenräuber, unseren verteidigenden Knochenräuber. Den pimpe ich natürlich hoch bis auf 45 und könnte den für 15 Stunden 25 Minuten nochmals trainieren, aber das lassen wir natürlich auch erstmal. Wen haben wir dann? Dann haben wir hier den Dorngrad, der ist jetzt auch auf Level Nummer 69. Den pimpe ich natürlich auch gleich mal weiter. Jetzt haben wir ihn auf 70, knallen wir noch gleich hoch bis auf 71 und könnten den für 19 Stunden 20 Minuten nochmal pimpen. 18,2 Mille Holz würde es kosten. So, machen wir weiter. Dann haben wir hier unseren maskierten süßen Toten. Richtig geiler exklusiver Drache. Von daher würde ich sagen, pimpen wir den gleich mal auf 47 und auch gleich nochmal auf 48. Können den jetzt für 2 Tage, 3 Stunden nochmal trainieren. Ich glaube, das wäre eigentlich ja nicht so eine verkehrte Idee. Gucken wir erstmal, 6 Mille Holz kostet der Spaß. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Könnten wir auf alle Fälle machen. Aber ich würde sagen, wir checken erstmal unseren Todsinger. Der ist jetzt auf 63. Den pimpe ich hoch bis auf Level Nummer 65 und könnte den für 2 Tage, 11 Stunden auch gleich nochmal trainieren. Von daher hätten wir da auf jeden Fall extrem viele Optionen. Also wir könnten den Knochenräuber nochmal losschicken. Den Dorngrad könnten wir auch trainieren. Dann haben wir hier natürlich unseren Todsinger und natürlich unseren maskierten süßen Tod. Das Coole ist natürlich, dass wir uns entscheiden können, entweder pimpen wir den Knochenräuber hier weiter, um den zu Walker
zum Titantraining zu schicken. Oder wir sagen eben, nö, wir lassen das und nehmen unseren maskierten, süßen Tod, den müssen wir nur noch einmal pimpen auf 49, könnten den dann durch Fisch füttern, bis auf 51 hochballern und könnten den dann gleich mal zu Walker schicken. Von daher wäre auf jeden Fall die beste Option, glaube ich. Aber 6 Mille Holz ist natürlich ein bisschen wenig, weil ihr seht, unser Lager ist knüppeldicke voll. Von daher weiß ich nicht genau, ob ich es machen soll oder ob ich es lassen soll. So, machen wir mal weiter. Hier, die Ben Drachen brauche ich euch nicht zeigen. Da könnte man natürlich für 5 Tage die trainieren, aber 6 Stücken Eisen kostet das. 33 haben wir zwar am Start, aber ich brauche insgesamt 40 Stück, um Grobians Hütte aufzubauen. Von daher würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Also das hat auf jeden Fall Priorität. Von daher pimpen wir die Ben erstmal noch nicht. Machen wir dann später. So, dann machen wir hier weiter. Hier haben wir den Sägezahn. Den können wir auch für 2 Tage 6 Stunden nochmal pimpen. Was kostet das an Holz? 300 Mille Holze könnten wir auf jeden Fall bringen. Wäre auf jeden Fall auch eine coole Sache. Von daher überlege ich, ob ich den eventuell nehme. Wie gesagt, 2 Tage, 6 Stunden wäre noch eine gute Sache. Dann haben wir hier den Hackadu auf Level Nummer 80. Den können wir auch für einen Tag 8 Stunden pimpen. Aber 2 Stücken Eisen, die wir nicht auf den Kopf kloppen wollen, Braucher, von daher lassen wir das auch. So, dann haben wir hier den Dagos Grill, der ist auf Level 88, den müssten wir natürlich erstmal mit Fisch füttern, um den auf der nächste Stufe, aufs nächste Level zu bringen. Von daher fällt er auf jeden Fall auch erstmal weg. Dann haben wir hier den Wolgeheul, der ist auf 85, da bräuchten wir natürlich auch noch 250 Mille Fisch am Start, und um den auf 86 zu bringen, von daher fällt er auch erstmal weg. Dann suchen wir uns den nächsten. Hier haben wir unseren leuchtenden Fluch, klar, den könnten wir weiter pimpen, wenn wir wollten, bis auf 89, aber das lasse ich erstmal, weil das Ding ist einfach mal, den brauche ich nicht so unbedingt, der sammelt sowieso kein Material, von daher fällt der auch auf alle Fälle erstmal weg. Dann haben wir hier den eisigen Kältegronkel, den könnten wir für 3 Tage 6 Stunden auch nochmal trainieren. 432 Mille Holz kostet der Spaß, das können wir auf jeden Fall bringen. 3 Tage 6 Stunden wäre auf jeden Fall eine coole Sache, ich würde fast sagen, das wäre eine extrem sinnvolle Idee. Wie gesagt, der eisige Kältegronkel oder eventuell hier hinten der maskierte süße Tod. Also wie gesagt, schreibt ihr mal in die Kommentare, wen ihr nehmen würdet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich schicke den erstmal mal kurz los. Dann suchen wir uns den nächsten raus. Hier haben wir unseren Fleischklops. Den können wir natürlich auch 5 Tage 20 Stunden trainieren. 7 Eisen bräuchten wir. Deshalb fällt der natürlich auch erstmal weg. Hier hätten wir den Erdspalter. Den könnten wir auch auf 66 pimpen. 11 Stunden, 10 Minuten dauert's. Wäre auf jeden Fall auch eine super Sache. Aber wie gesagt, nö, das ist auch nicht ganz so mein Fall. Dann könnten wir hier natürlich nochmal für 3 Stücken Eisen unseren Knochenräuber pimpen. Aber das lassen wir natürlich auch erstmal weg, weil wie gesagt, Eisen wollen wir erstmal noch nie auf den Kopf kloppen. Dann haben wir hier den seltenen Knochenräuber nochmal am Start auf 85. Da bräuchten wir natürlich erstmal Fisch, um genau zu sein. 240 Mille Fisch bräuchten wir, um den auf 86 zu bringen. Deshalb ist der natürlich auch erstmal weg vom Fenster. Dann haben wir hier den Regenschneider 2 Tage 2 Stunden. Könnten wir den trainieren. Auch für 3 Stücken Eisen. Von daher ist der natürlich auch gleich mal raus. So, dann checken wir hier um die Lage. Hier haben wir natürlich auch noch ein paar Drachen am Start. Der Hakenzahn, da bräuchten wir 196 Mille Fisch. Von daher müssen wir da noch warten. Da fehlen uns noch, naja, 50 Mille in etwa. Ein bisschen weniger. Aber ist egal, das lassen wir erstmal weg. Dann müssen wir erstmal noch ein bisschen Fisch sammeln. Dann haben wir hier Sturmpfeil Mumie auf 89. Den können wir natürlich auch weiter pimpen, aber das lassen wir natürlich auch, weil ab Level Nummer 90 müssten wir den sowieso in Walkers Zuflucht mit Eisen pimpen. Von daher ist das auch erstmal Geschichte. So, dann haben wir hier den Sturmschneid, auch ein cooler Drache. Da brauchen wir aber, wie ihr seht, auch noch mehr Materialien, als wir haben. 252 Mille brauchen wir, um den auf Level 89 zu bringen. Dann haben wir hier Fackelsbruder und Fackelschwester, beide auf Level Nummer 80. Können wir auch beide für 2 Tage 2 Stunden trainieren. Das Ding ist nur, dass wir da natürlich jeweils 3 Stücken Eisen benötigen. Von daher fallen die Beine auf alle Fälle auch erstmal weg. Und dann haben wir hier den Skrill, der ist auf 88. Da brauchen wir natürlich auch erstmal noch ein bisschen Fisch, um den weiter zu pimpen. Von daher ist der auch erstmal raus. So, der Schrecken der Meere ist genauso raus, da brauchen wir auch erstmal ein bisschen mehr Fisch, von daher fällt es auch flach. Und dann haben wir hier den exotischen Hackadu, den können wir für jeden Tag 8 Stunden hoch für Eisen pimpen, von daher ist der natürlich auch erstmal wieder raus. Dann hätten wir hier noch den Sandgeist, das wäre natürlich auch eine Option, jeden Tag 11 Stunden könnten wir den pimpen für 192 Mille Holz.
um den auf Level Nummer 88 zu bringen. Aber ich würde sagen, nö, das lassen wir auch. Also wir können uns jetzt entscheiden, entweder nehmen wir eventuell den Sandgeist jeden Tag 11 Stunden, dann hätten wir die Option, hier unseren eisigen Kältegronkel zu nehmen für 3 Tage und 6 Stunden. Und dann hätten wir natürlich noch, wo haben wir ihn? Hier hinten, unseren maskierten süßen Tod, den können wir natürlich auch weiter pimpen. 2 Tage, 3 Stunden würde dauern. Und hier haben wir natürlich nochmal den Todsinger. Könnte man auch pimpen, 2 Tage, 11 Stunden. Von daher schreibt ihr mal in die Kommentare, wen würdet ihr pimpen? Würdet ihr sagen, ja, nehmt den maskierten süßen Tod, um den natürlich schnellstmöglich zu Valka zu schicken. Oder sagt er, nö, also den würde ich weglassen. Nehmt lieber erstmal den eisigen Kältegronkel. Weil das Ding ist einfach mal, du hast jetzt ja sowieso 3 Tage, 6 Stunden Zeit. Und dann seht ihr natürlich auch 432 Mille Holz hat man ohne jeden Tag auf Tasche. Von daher muss man da erstmal abwägen, was man da am besten macht. Ich würde sagen, ich check erstmal nochmal die Akademie. Da könnte man nämlich auch sagen, in 4 Stunden könnten wir dann auch eventuell unseren maskierten süßen Tod losschicken. Das wäre natürlich auch eine Option. Könnten wir natürlich auch mit dem anderen machen. Von daher, also hier mit dem eisigen Kältegronkel. Von daher hätten wir da auf jeden Fall mehrere Optionen, mehrere Varianten. Aber ich würde sagen, wir pimpen jetzt erstmal den eisigen Kältegronkel für 3 Tage, 6 Stunden. Kloppen hier 432 Mille Holz auf den Kopf und schicken den auch erstmal los zum Training. Das Ding ist einfach mal, dass wir jetzt erstmal wieder einen Drache brauchen, der hier Holz sammelt. Da würde ich sagen, nehmen wir den Dagus Grill, den lassen wir Holz sammeln. Dann können wir nämlich hier sagen, der leuchtende Fluch soll gleich noch ein bisschen Fisch sammeln. Von daher soweit alles wieder paletti. Wir sind auch erstmal durch, haben eigentlich alles erledigt, was wir erledigen konnten. Von daher hoffe ich natürlich, dass es euch wieder mal gefallen hat. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich auch in Tag an. Würde mich auch interessieren. Ich werde es euch auf jeden Fall probieren zu beantworten, aber ich denke mal, das mache ich dann lieber in den Let's Plays, ist doch ein bisschen besser. So, außerdem würde ich gerne mal wissen, welcher Drache euer bester ist. Also meiner ist der ohne Zahn, der ist auf Level Nummer 90, aber den kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil er gerade on Tour ist für 44 Minuten, um genau zu sein, flattert er durch die Gegend, von daher fällt es weg. So, aber wie hier oben, seht ihr ja, der ist auf Level 90, von daher passt es. So, Wikinger-technisch seht ihr auch, da haben wir auch alle Wikinger am Start, die wir hier am Start haben können. 2550 Stück. So, was haben wir noch? Und zwar könnte ich euch nochmal mein Bruthaus zeigen. Das habe ich ja ausgebaut. Da gab es ja so ein Event, da hattet anstatt 1000 Runen nur 500 gekostet. Da habe ich auf jeden Fall zugeschlagen. Ich weiß nicht, sagt ihr, ja, hättest du die klemmen können, weil die Wahl 3 Drachen brütest du eh nie aus. Aber ich habe mir gedacht, Mann, für die Optik kann man das schon mal bringen. Die 500 Runen, ja, die holen wir auch wieder rein. Von daher, drauf geschissen. Wer von euch hat es eventuell noch gemacht? Würde mich mal interessieren. So, dann kommen wir zu unserem Knochenstreifer. Der ist natürlich auch ein Mega-Drache. Da würde ich sagen, checken wir den erstmal ab. Der ist auch aus Valkas Zuflucht zurückgekommen. Und jetzt gucken wir erstmal, ob wir den zum Titandrache machen können oder nicht. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Ah, bittere Sache. Sollte wieder mal nicht sein, dann würde ich sagen, werden wir den erstmal nochmal losschicken. Das Coole ist natürlich 150 Runen, ist auf jeden Fall ein guter Brocken. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann schicken wir den gleich nochmal los für 15 Stunden und investieren hier 25 Mille Holz. Sind dann für heute auch erstmal wieder durch. Achso, Ophiam haben wir auch noch. Was haben wir? Baue Grobians Hütte, okay. Vervollständige 2 Sammlungen Exo. Drachen. Besitzer einen süßen Tod auf 48, das haben wir natürlich und mit dem müssen wir auch eigentlich noch ein bisschen Fisch sammeln. Von daher würde ich fast sagen, naja, der sammelt ja kaum Fisch, von daher lassen wir das erstmal weg oder wollen wir den jetzt sammeln lassen? Das ist natürlich die Frage. Können wir eigentlich erstmal einen Drache zurückziehen? Dann sammeln dann sammelt der einfach mal kein Holz mehr. Und dann fängt der einfach mal an, hier Holz zu sammeln, würde ich sagen. Klar, ihr seht schon, der sammelt kaum Material. Also das ist eigentlich extrem bitter. 1 Stunde 15 Minuten ist er jetzt on Tour und sammelt in 1 Stunde 18.600 Fisch pro Stunde. Ey, das ist richtig mies. Richtig mau. Von daher müssen wir da auf jeden Fall noch eine Schippe rufflegen. Gut, wie gesagt, für heute sind wir erstmal durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.